Und damit möchte ich das streikende Klassenzimmer auch schon eröffnen. Helga, bitte komm zu uns. Freut uns unglaublich, dass du heute bei uns bist. Danke. Danke für die Einladung. Danke für das Interesse. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir der Politik zeigen und all den Kritikern zeigen, dass ihr nicht bildungsfeindlich seid, sondern dass ihr euch um die Zukunft sorgt und mit Recht sorgt und dass ihr diese Gelegenheit durchaus auch nützt, um selber was dazuzulernen. Deswegen das streikende Klassenzimmer und deswegen unterstützen die Universitäten und die Universitätslehrer auch sehr gerne dieses streikende Klassenzimmer, weil wir wissen, dass es wichtig ist, dass man auch weiß, wofür man kämpft und dass man weiß, warum man dafür kämpft und dass man weiß, wie dieses ganze System da funktioniert, das wir so durcheinander gebracht haben. Und heute wollen wir uns beschäftigen, ich bin ja ganz froh, dass aufgehört hat zu regnen, sonst wäre das ein bisschen schwierig mit Regenschirmen und so, aber ihr habt jetzt hoffentlich alle grüne und rote Kärtchen in der Hand. Wer hat noch keines? Ui, da sind noch viele. Wo stehen denn die Blöcke? Gott, also jeder sollte eine grüne und eine rote Karte in der Hand haben, damit wir ein bisschen miteinander kommunizieren können, weil akustisch ist das ein bisschen schwer. Vor allem in meinem Alter wird man schon ein bisschen schwerhörig und da höre ich dann nicht mehr, was ihr sagt. Also daher bitte, es sind da noch zwei Stöße, wenn es zu wenig ist, bitte verteilen. Gut, das heißt, ich werde Fragen stellen und dann bitte je nachdem die rote oder die grüne Karte, je nachdem, was die richtige, eurer Meinung nach die richtige Antwort ist. Ja, eine Frage, die man sehr häufig gestellt bekommt, vor allem an Tagen wie diesen, wieso redet ihr von der globalen Erwärmung, wenn es doch offensichtlich so kalt ist? Und da ist jetzt die Frage, was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Was ist das Klima und was ist das Wetter? Und ich bin sicher, ihr wisst es alle, beim Wetter geht es um den aktuellen Zustand in unserer Atmosphäre, in der Luft. Beim Klima geht es um etwas, was man über einen längeren Zeitraum betrachtet. Wie groß ist dieser Zeitraum ungefähr, den man sich von der Wissenschaft her anschaut, wenn man vom Klima redet? Wer ist der Meinung, dass der ungefähr 1 bis 5 Jahre ist? Der zeigt die grüne Karte und wer meint, dass das ungefähr 30 Jahre sind oder darüber, der zeigt die rote Karte. Ja, ein rotes Meer ist richtig. Wir reden von mindestens 30 Jahren. Allerdings ist das inzwischen auch schon schwierig geworden, weil in diesen letzten 30 Jahren sich das Klima so stark verändert hat. Das heißt, es ist kein Zustand mehr, wo die Temperatur so um einen mittleren Wert schwankt, sondern sie steigt ständig. Sie schwankt auch da, aber sie steigt ständig, sodass dieser 30-jährige Mittelwert nicht mehr sehr repräsentativ ist. Der sagt uns nicht mehr sehr viel über das, was sich tatsächlich im Klimabereich tut. Ich verwende oft das Beispiel vom Wein. Es gibt Jahrgänge, da ist der Wein gut, Jahrgänge, da ist er weniger gut oder süß oder weniger süß. Das hat etwas mit dem Wetter zu tun. Aber ob dort überhaupt Wein wachsen kann oder nicht, das hat etwas mit dem Klima zu tun. Weil wenn viele Jahre hintereinander zu kalt sind, dann werden die Weinstöcke dort nicht gedeihen und dann wird wahrscheinlich auch niemand dort den Wein anpflanzen. Das heißt, es ist ein Unterschied zwischen Wetter und Klima. Und wenn irgendwer euch sagt, aber das ist doch nicht wahr, die globale Erwärmung, schaut euch diesen Sommer an oder schaut euch den heutigen Tag an, das ist einfach zu kurz gedacht. Wir müssen viel längere Zeiträume betrachten. Jetzt kann man natürlich mit den meteorologischen Daten, mit den Messungen von Temperatur, Niederschlag, Druck, Wind und so weiter, kann man eben die langen Zeiträume betrachten. Deswegen messen wir ja auch, damit wir diese langen Zeiträume anschauen können. Und da sehen wir ganz deutlich, dass sich was geändert hat. Und zwar nicht nur hier bei uns, sondern global und im globalen Mittel. Wenn ich eine einzelne Station anschaue, dann sind die Änderungen größer als die Änderungen, die man im globalen Mittel sieht. Und das liegt daran, woran liegt das eigentlich? Liegt das daran, dass der Ozean einfach kühlend wirkt? Oder, das wäre eine grüne Karte, oder liegt es daran, dass wir bei der Mittelung einfach Extremwerte verlieren, das wäre die rote Karte. Warum ist bei uns der Klimawandel stärker, als er im globalen Mittel ist? Was meint ihr? Hat das was mit dem Ozean zu tun oder hat das etwas zu tun mit der Art, wie wir das berechnen? Grün Ozean, rot Berechnung. Das ist ein ziemlich gemischtes Bild. Das heißt, da müssen wir ein bisschen nachhaken.
das Wesentliche ist, 2/3 der Welt, der Meeres, der Fläche, Oberfläche der Erde ist Ozean. Das heißt, der Großteil, 2/3 ist Wasser. Und Wasser muss man viel mehr Energie hineinstecken, damit es sich um 1 Grad erwärmt, als beim Land. Und außerdem verdunstet vom Ozean auch noch Wasser. Und dieses Verdunsten kostet Energie. Und das heißt, die Energie wird in die Umwandlung von Wasser in Wasserdampf verwendet. Und daher erwärmt sich der Ozean langsamer als das Land. Das heißt, der globale Mittelwert, dass der nur bei ungefähr 1,1 Grad ist jetzt, Erhöhung seit der vorindustriellen Zeit, das hängt ganz stark mit dem Ozean zusammen. Also diejenigen, die die grüne Karte oben hatten, die haben das richtig gewusst oder erraten, was immer, ist auch egal. Und das andere, die Berechnungsmethode, die spielt keine wirklich große Rolle. Wo sie eine Rolle spielt, aber da geht es nur um ganz minimale Unterschiede, ist, wie wir zum Beispiel mit den Polarregionen umgehen. In den Polarregionen haben wir nicht sehr viel Messdaten, das heißt, da wissen wir nicht, da können wir nicht in der gleichen Weise vorgehen. Und dann gibt es manche Gruppen, Forschungsgruppen, die sagen einfach, ich rechne einen Mittelwert ohne Polarregionen aus. Und die anderen sagen, nein, dann bin ich irgendwie nicht ganz richtig, ich versuche eher ungefähr richtig zu schätzen, was diese Polarregionen, was sich dort tut. Und daraus ergeben sich dann kleine Unterschiede von einem Zehntel Grad oder so für die einzelnen Jahre. Und das ist dann, was man auch manchmal sieht in Publikationen. Die NASA kriegt einen Wert heraus und die Engländer, wenn die rechnen, kriegen einen etwas anderen Wert heraus. Aber das unterscheidet sich minimal. Im Großen und Ganzen ist das unwesentlich. Was wirklich wichtig ist, ist, wo ein Ort liegt, ob er sich stärker erwärmt oder weniger stark erwärmt. Also global haben wir ungefähr 1,1 Grad Erwärmung. Wie schaut das in Österreich aus? Wer meint, dass wir da, jetzt wissen wir alle, dass es höher ist, wer meint, dass wir da bei 1,5 liegen? Grüne Karte, wer meint, dass wir ungefähr bei 2 liegen? Rote Karte. Ja, überwiegend rot, das ist richtig. Und wer meint, dass wir vielleicht noch über 2 Grad liegen? Noch einmal eine rote Karte. Ja, richtig. Wir sind bei ungefähr 2,3 Grad in Österreich. Also 1,1 weltweit und 2,3 in Österreich. Jetzt ist die Frage, wird das so weitergehen? Wird Österreich sich weiter stärker erwärmen als der globale Durchschnitt? Wer meint ja, grün, wer meint nein, rot? Ja, ein grünes Meer, das ist auch klar, nach dem, was ich vorher erklärt habe, ist es vollkommen klar, der Ozean wird ja nicht plötzlich weg sein. Das heißt, er wird weiter kühlend wirken. Bevor wir jetzt wieder weiter mit Österreich gehen, bleiben wir noch einen Moment beim Ozean. Der Ozean erwärmt sich langsam, aber er bleibt auch sehr lange warm. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon einmal eine Wärmeflasche im Bett mit hatte, weil es zu kalt war. Was hat man denn da drinnen? Da hat man Wasser drinnen. Man hat Wasser drinnen, weil das Wasser eben sehr lange die Wärme erhalten kann. Und das heißt, wenn wir jetzt aufhören, CO2 zu emittieren und die Erwärmung nicht mehr stark ist, also wenn das Strahlungsungleichgewicht verloren geht, dann wird uns der Ozean trotzdem warm halten. Also das, was wir schon in den Ozean gepumpt haben an Energie, das bleibt drinnen. Deswegen können wir uns auch nicht sehr rasch abkühlen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die 1,5 Grad nicht überschreiten, sondern dass wir vorher schon einbremsen, damit wir dann nicht sozusagen eine Wärmepackung haben, die uns dann weiterhin bei 2 Grad oder 3 Grad hält. Deswegen ist also der Ozean spielt eine ganz wichtige Rolle. Der schluckt ungefähr 90% der Energie, die wir zusätzlich haben durch unseren Treibhausgase. Also 90% der Energie geht in den Ozean und die wird dort dafür sorgen, dass einerseits der Meeresspiegel weiter steigt, aber andererseits auch, dass wir keine rasche Abkühlung erleben können. Außer es kommen ganz große Umstellungen, wie das der Golfstrom kippt. Aber sonst ist der Ozean eher ein stabilisierender Faktor. Wirkt im Moment noch dämpfend, aber wenn wir dann reduzieren, dann wird der Ozean als sozusagen Wärmeflasche wirken. So, zurück nach Österreich. 2,3 Grad seit vorindustrieller Zeit, das ist schon eine ganz gewaltige Veränderung.
Wie groß war denn die Veränderung ungefähr? Was schätzt ihr, wie es zur kleinen Eiszeit gekommen ist in Österreich? Also wie die Temperaturen abgesunken sind. Wie viel sind sie da gesunken gegenüber der Vorindustrie, also gegenüber der Zeit davor? Alles war vorindustriell. Das war vom 14. bis 19. Jahrhundert etwa. Wie viel waren die Temperaturen da niedriger, damit wir die 2,5 Grad irgendwie einschätzen können? Was meint ihr? Die Zeit, wo die Gletscher vorgestoßen sind, wo wir den Höchststand der Gletscher hatten, 1860 so etwa. Wie viel war die Temperatur niedriger als in der warmen Zeit davor? Wer meint, das war um ein halbes Grad? Wer meint, das war um mehr wie ein Grad? Grün, Entschuldigung, ich muss die Farbe dazu sagen, grün ein halbes Grad, rot mehr wie ein Grad. Ja, hauptsächlich grün, das ist richtig. Die Temperatur war nur ein halbes bis 1/8 Grad, war sie niedriger als davor. Und dieses halbe Grad, diese 1/8 Grad haben genügt, dass die Gletscher vorgestoßen sind, dass wir einen Höchststand der Gletscher hatten. Und jetzt haben wir eine Erwärmung von 2,3 Grad. Wer glaubt, dass das keine Auswirkung hat, außer dass man abends schön im Garten sitzen kann, der täuscht sich gewaltig. Selbstverständlich haben die 2,3 Grad eine massive Auswirkung auf unsere Natur, aber durchaus auch auf unsere Wirtschaftszweige. Jetzt ist die Temperaturänderung das, was wir am deutlichsten merken und das, was ja auch sehr viele reden, ja überhaupt nur von der globalen Erwärmung. Das ist auch richtig, wir erwärmen uns global, aber es ist bei weitem nicht das Einzige, weil mit der Veränderung der Temperatur ändern sich auch alle anderen Parameter, die wir so als Wettergrößen kennen. Damit ändert sich zum Beispiel, wie viel Wasserdampf in der Luft ist und damit auch, wie viel Niederschlag überhaupt fallen kann. Es ändern sich die Windverhältnisse. Es ändern sich natürlich solche Sachen wie Schneedeckendauer. Es ändern sich die Druckverhältnisse. Also alles, was man so typischerweise mit Wetter in Zusammenhang bringt oder mit Klima in Zusammenhang bringt, ändert sich, wenn sich die Temperatur ändert. Man kann in diesem System nicht eine Größe verändern und alles andere gleich lassen. Das geht einfach nicht. Das heißt, es ändert sich alles. Bei manchem sieht man es deutlicher, bei anderen weniger deutlich. Der Temperaturanstieg zum Beispiel ist in ganz Österreich ziemlich gleich. Ja, einzelne Orte sind ein bisschen langsamer dran, vor allem in den Tälern. Dort gibt es noch ziemlich viele Orte, wo es in der Nacht einfach durch den Kaltluftabfluss die Erwärmung nicht so deutlich noch spürbar ist. Aber im Großen und Ganzen ist der Temperaturverlauf in ganz Österreich gleich. Anders schaut es beim Niederschlag aus. Der Niederschlag ist keineswegs so einheitlich. Wir können auch nicht so ganz klar sagen, ist es jetzt mehr geworden oder weniger geworden. So einigermaßen deutlich kann man sagen, dass es im Südosten Österreichs weniger regnet, aber das ist kein so klares Signal wie bei der Temperatur. Und wenn da jemand sagt, ja, aber bei uns im Ort ist es jetzt viel nässer als früher oder bei uns hat sich nichts geändert, das kann alles sein. Das hängt sehr stark von den sehr lokalen Verhältnissen jeweils in dem jeweiligen Ort ab. Was aber ziemlich eindeutig ist, ist, dass der Anteil des Schnees am Niederschlag gestiegen oder gesunken ist. Gestiegen grün, gesunken rot, der Anteil des Schnees am Niederschlag. Natürlich ist er gesunken, bei höheren Temperaturen gibt es weniger Schnee. Ganz offenkundig, wissen auch alle. Das heißt, der Anteil des Schnees am Niederschlag ist gesunken und zwar im Winter bis in ungefähr 2000 Meter Höhe. Oberhalb ist es immer noch kalt genug für Schnee. Im Sommer geht das bis auf 3000 Meter Höhe. Im Sommer ist auch in 3000 Meter Höhe der Anteil des Regens am Niederschlag größer geworden in den letzten 30, 40 Jahren. Das heißt, wir merken es auch an dem Anteil des Schnees am Niederschlag, dass sich etwas geändert hat. Wo wir es noch sehen können, ist an der Intensität des Niederschlags. Was meint ihr denn? Ist die Intensität gestiegen? Also gibt es mehr Niederschlag pro Zeiteinheit, wenn es regnet? Grün oder weniger rot? Ja, grün, ganz klar. Wisst ihr auch warum? Es ist so, dass eine wärmere Luft mehr Wasserdampf enthalten kann. Also wenn die Luft wärmer ist, kann mehr Wasserdampf in der Atmosphäre enthalten sein. Und das heißt, wenn es regnet, kann auch mehr auf einmal herunterkommen. Wer hat in der Physik schon von der Clausius-Clapeyron-Gleichung gehört? Eine grüne Karte,
Ah, das sind sehr wenige. Ah doch, einige. Ich frage jetzt nicht, wie sie lautet, sondern ich sage es gleich. Die Clausius-Clapeyron-Gleichung sagt im Wesentlichen aus, dass pro Grad Erwärmung ungefähr 7% mehr Wasserdampf in der Atmosphäre enthalten sein kann als bei niedrigerer Temperatur. Also pro Grad Erwärmung 7% mehr Wasserdampf. Jetzt haben wir untersucht, wie viel es wirklich ist, und da zeigt sich, wenn wir die Temperatur da in Bodennähe nehmen, dann ist das, stimmt das nicht ganz. Wenn wir die Temperatur dort messen, wo die Wolken sind, dann kommen wir auf 10% mehr. Das heißt, 1 Grad Erhöhung, Temperaturerhöhung bringt 10% mehr Wasserdampf in den Wolken da oben. Oder Wasser, wenn es Wolken sind, ist es ja schon kondensiert. Also 10% mehr Wasser kann dort oben sein als bei 1 Grad niedriger Temperatur. Jetzt haben wir eine Temperaturerhöhung von 2,3 Grad. 2,3 Grad heißt, wenn wir 10% nehmen, dass wir 23% mehr Wasser in den Wolken haben können. Und das heißt, wenn es regnet, kann ungefähr um ein Viertel mehr Regen herunterkommen als sonst. Das heißt, wir haben wesentlich heftigere Gewitter, die auftreten können, müssen nicht immer. Es muss nicht immer alles ausregnen. Aber es kann wesentlich heftiger sein, und wir merken das ja auch. Es gibt immer mehr Stadtgebiete, wo das Wasser einfach nicht mehr schnell genug abrinnen kann, wo die Kanalisation nicht mehr mitkommt, weil sie gar nicht dafür ausgelegt ist. Und wir merken es auch im freien Gelände, dass der Regen nicht mehr schnell genug versickern kann, weil nicht genug Fläche da ist, wo er versickern kann, und weil es eben immer mehr geworden ist. Das heißt, wir merken die Auswirkungen der Temperaturerhöhung auf den Niederschlag, bezüglich Schnee, aber auch bezüglich Gewitterintensität. Und wenn man jetzt ein bisschen schaut, naja, wie schaut die weitere Entwicklung aus, gerade beim Niederschlag, dann muss man davon ausgehen, dass wir zwar im Winter mehr Niederschlag bekommen, nicht zuletzt, weil es wärmer geworden ist, aber dieser Niederschlag mehr als Regen fällt und weniger als Schnee, also keine Entwarnung für die Skigebiete, und gleichzeitig aber im Sommer weniger Niederschlag, aber der in Form von heftigen Schauern. Das heißt, der Sommer wird eher so ausschauen, dass wir trockene Phasen haben und dazwischen heftige Niederschläge und dann wieder trockene Phasen. Das heißt, hier wird sich einiges verändern. Aber bleiben wir noch bei der Vergangenheit. Bleiben wir noch bei der Temperatur, die sich ja nicht nur im Mittel geändert hat, sondern die sich auch bezüglich der Häufigkeit von Extremereignissen geändert hat. Also die Häufigkeit von Hitzeepisoden, Hitzeperioden hat zugenommen, und auch die Dauer der Hitzeperioden hat zugenommen. So ein schöner heißer Tag, wie zum Beispiel gestern, er war noch nicht heiß, aber war schön warm, ist ja was Tolles. Aber wenn das Tag für Tag und immer wärmer wird und wenn man außerdem in der Schule sitzen muss oder in die Arbeit gehen muss und nicht frei hat, dann schaut das schon ganz anders aus. Und was wir wissen, ist, dass Temperaturen, die im vorigen Jahrhundert, also Ende des vorigen Jahrhunderts, so alle 5 Jahre einmal in Wien aufgetreten sind, dass die jetzt schon jedes Jahr auftreten. Also die Extremer werden einfach häufiger und sie werden extremer. Der letzte Sommer 2018, Entschuldigung, jetzt war ich ein bisschen weiter nach hinten. Der Sommer 2018 war ein besonders warmer Sommer in Österreich. Was ist die Einschätzung? Um wie viel Grad war der vergangene Sommer wärmer als der Schnitt der Jahre davor? Ich rede gar nicht vom vorigen Jahrhundert, der Schnitt der Jahre davor. Wer meint 1 Grad grüne Karte, wer meint 2 Grad rote Karte? Ja, ein bisschen gemischt, aber überwiegend rot. Wir haben voriges Jahr 2 Grad höhere Sommertemperaturen gehabt als im Schnitt der Jahre davor. Und wenn man jetzt fragt, wieso ist es so heiß gewesen, es kann natürlich, oder wieso ist der Wert so hoch gewesen, das kann natürlich verschiedene Gründe haben. Das kann sein, dass es einzelne ganz extrem heiße Tage gegeben hat, oder es kann sein, dass es immer ziemlich warm war. Wer meint, dass das eher auf die einzelnen extrem heißen Tage zurückzuführen ist, grüne Karte, oder wer meint, dass es andauernd relativ hoch war, rote Karte? Na, das ist gemischt.
Tatsächlich haben wir im letzten Jahr keine extremen Temperaturen in dem Sinn gehabt, dass wir 40 Grad überschritten haben oder sowas, sondern wir haben eine Reihe von sehr hohen von Episoden auf sehr hohem Niveau gehabt. Das heißt, wir haben einen Sommer mit sehr langen Perioden, mit hohen Temperaturen, aber keinen extremen Temperaturen gehabt. Das kann auch anders sein. Es kann ein nächster Sommer sein, wo wir einfach 43 Grad erreichen. Wäre auch eine denkbare Möglichkeit. So weit sind wir im Moment noch nicht. Wir wissen nicht, wie schnell die Zukunft was bringt. Im Moment ist es eher, dass wir Episoden von höheren Temperaturen haben. Und wir sprechen von Hitzetagen, wenn die Temperatur über 30 Grad ist, und von Sommertagen, wenn sie über 25 Grad ist. Im Übrigen geht es nicht nur um die Temperatur bei Tag, es geht auch um die Temperatur bei Nacht. Die nächtliche Abkühlung ist nämlich ein ganz wesentlicher Faktor, der dazu beiträgt, dass unsere Gebäude sich abkühlen können. Die heizen sich bei Tag auf, bei Nacht kühlen sie sich wieder ab. Und auch da spielt der Klimawandel eine ungute Rolle. Weil was jetzt passiert, ist, dass die Temperatur in der Nacht nicht mehr so stark sinkt. Wir haben zunehmend mehr Nächte, wo die Temperatur nicht unter 20 Grad sinkt. Das heißt, die Temperatur in der Nacht ist nicht so, dass die Gebäude wirklich ordentlich abkühlen können. Und das heißt, am nächsten Tag fangen sie mit einem höheren Temperaturniveau an und das steigt dann weiter infolge des der Temperaturerwärmung im Laufe des Tages. Und da entsteht dann so eine Zickzackkurve bei Tagerwärmung, dann kühlt es in der Nacht ein bisschen ab, beim nächsten Tag wird es noch wärmer und so weiter. So, das, was jeden Tag dazukommt, ist immer mehr und insgesamt werden die Gebäude immer heißer. Das heißt, es wird immer wichtiger, dass wir dafür sorgen, dass die Gebäude sich gar nicht erst erwärmen. Und das können wir zum Beispiel durch Jalousien oder durch Bepflanzungen können wir erreichen, dass die Gebäude sich nicht so stark erwärmen. Diese Erwärmung bei Nacht oder die Nichtabkühlung bei Nacht hat auch eine andere Wirkung, nämlich auf den menschlichen Körper. Der menschliche Körper erholt sich in der Nacht wesentlich besser, wenn es kalt ist, wenn es kühl ist. Deswegen sagt man ja auch immer, man soll die Schlafzimmer nicht heizen, nicht? Damit der menschliche Körper sich am Abend, in der Nacht, beim Schlaf gut erholen kann. Und wenn es aber jetzt draußen nicht kalt wird, dann ist es auch in den Wohnungen warm. Und das heißt, die Erholungsphase des Körpers wird ganz stark beeinträchtigt. Und das spürt man ganz besonders bei kranken oder älteren Menschen, manchmal auch bei Kleinkindern, dass sie, vor allem wenn es ihnen sonst nicht gut geht, dass das Problem ist, dass sie die Erholungsphase nicht mehr haben, die sie brauchen. Und das ist ein ganz großes Problem. Die Gesundheit, die Auswirkungen auf die Gesundheit des Klimawandels, da ist an allererster Stelle, ganz an der Spitze, steht die Temperatur, steht die Hitze, die hohen Temperaturen bei Tag und eben das Fehlen der Abkühlung bei Nacht. Ja, wir können sehen, was sich bei uns alles schon geändert hat, indem wir die meteorologischen Größen anschauen. Wenn ich eben zum Beispiel sage 2,3 Grad Erwärmung, dann ist das etwas, was wir gemessen haben. Wenn ich sage, dass wir um 20% weniger Schneefall haben im Gebirge und das stattdessen als Regen fällt, dann ist das etwas, was wir messen können. Es gibt aber eine ganze Reihe von Auswirkungen, die man zwar auch messen kann, aber wo die Wirkung eigentlich noch eine ganz andere ist. Und da haben wir im letzten Sommer einige wirklich wesentliche Beispiele dazu gehabt. Ein ganz dramatisches Beispiel hat den Wald betroffen. Gerade an der tschechischen Grenze, also im Waldviertel, aber hineinziehen nach Oberösterreich, Gegenden, wo Wald ein wesentlicher Bestandteil der Landschaft ist und auch ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft. Dort hat der trockene, heiße Sommer dazu geführt, dass der Borkenkäfer sich dort enorm ausbreiten konnte. Der Borkenkäfer ist ein Schädling, der sozusagen die Bäume befallen kann und der im Laufe des Jahres, je nach den Witterungsbedingungen, mehrere Generationen erzeugen kann. Und natürlich, je mehr Generationen, desto schädlicher wird die Sache. Und zwar nicht linear, sondern das geht exponentiell, weil die Vermehrung eben exponentiell läuft. Und wir haben im vergangenen Jahr ein Riesenproblem bekommen mit dem Borkenkäfer in den Wäldern Österreichs, weil die Trockenheit und die hohen Temperaturen eben dazu geführt hat, dass der Borkenkäfer sich unheimlich vermehren konnte. Was ist das Problem? Man muss diese Bäume rausschneiden aus dem Wald, damit sich der Borkenkäfer nicht noch weiter ausbreiten kann. Und das heißt, wir haben jetzt riesige Mengen von Holz liegen, die
ja, nicht in der Geschwindigkeit verarbeitet werden können, wie es eigentlich sinnvoll wäre und wie es wirtschaftlich interessant wäre, weil wir eine Überschwemmung mit Holz haben. Nicht zuletzt deshalb, weil gleichzeitig es Stürme gegeben hat im Süden Österreichs und da haben wir Schadholz von den Stürmen. Das heißt, wir haben sowohl vom Borkenkäfer als auch von den Stürmen haben wir Schadholz und daher im Moment viel zu viel Holz am Markt und das ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden für die Bauern, denen die Wälder gehört haben oder für wen immer der Waldbesitzer ist. Das heißt, der Klimawandel wirkt sich auch schon ganz unmittelbar ökonomisch aus. Viele Menschen verbinden das noch nicht. Die verbinden nicht Borkenkäferbefall mit Klimawandel, aber die Sachen hängen zusammen. Ein anderes Beispiel für diese extreme Situation, die wir im letzten Sommer hatten aus Vorarlberg, ein Land, das normalerweise viel Niederschlag hat, hat diesmal wenig Niederschlag gehabt. Es war sehr trocken in Vorarlberg und das hat zwei Konsequenzen gehabt, zumindest einmal zwei. Die eine ist, dass das Gras nicht genug gewachsen ist und sie nicht genug Futter für ihr Vieh hatten. Das heißt, man hat die Viehbestände reduzieren müssen, weil nicht genug Futtermittel da waren. Und das Zweite ist, dass der Wasserspiegel des Bodensees so weit abgesunken ist, dass die ganzen Stege nicht mehr bis zum Wasser gegangen sind, weil sich das Wasser so stark zurückgezogen hat. Das heißt, wenn man mit offenen Augen durch die Welt geht, dann sieht man die Folgen des Klimawandels auch bei uns und sie sind zum Teil schon dramatisch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und dazu gibt es natürlich Berechnungen. Die Szenarien für die Zukunft. Ja, wer meint, dass wir die einfach aus der Statistik der Vergangenheit extrapolieren? Also in den letzten 20 Jahren ist es um 2 Grad wärmer geworden, das heißt in den nächsten 20 Jahren auch. Wer meint, dass wir so statistisch vorgehen? Das wäre die grüne Karte. Und wer meint, dass da kompliziertere Modelle, die die Physik beinhalten, dahinterstehen? Das ist die rote Karte. Ja, das wissen alle. Sehr gut. Diese Modelle sind relativ schwierig, nicht nur in der Konzeption, sondern auch in der Interpretation. Weil was wir recht gut können, ist sozusagen für die ganze Welt die Klimamodelle laufen lassen. Das hat nämlich den großen Vorteil, dass dann unsere Berechnungsgebiete keine Ränder haben. Aber wenn ich ein Modell nur für Österreich laufen lasse, dann muss ich wissen, ja, was kommt denn so an Wetter am Rand herein? Und das ist halt schwierig, wenn man da nicht auch ein Modell laufen hat. Das heißt, was wir tun, ist, dass wir einerseits die globalen Modelle berechnen. Das gibt so ungefähr 2 Dutzend große Rechenzentren weltweit, die diese globalen Modelle berechnen. Und wir verwenden dann die globalen Modelle als Rahmenbedingungen und innerhalb dieser globalen Modelle rechnen wir dann verfeinert, was tut sich in Österreich. Warum müssen wir das machen? Weil die Rechner, auch die größten Rechner der Welt, nicht genug Kapazität haben, im Detail auf Größenordnung, was tut sich in einer Stadt, also in der Größenordnung von ein paar hundert Metern, aufzulösen, die Situation. Da reicht die Speicherkapazität und die Geschwindigkeit des Rechners nicht aus. Das heißt, wir rechnen die globalen Modelle ungefähr mit einer Auflösung von 120 Kilometer mal 120 Kilometer. Und wenn wir wissen wollen, ja, aber was ist dann wirklich konkret, zum Beispiel in Wien, das keine 120 mal 120 Kilometer groß ist, dann müssen wir da hinein kleinere Modelle setzen. Wir nennen das Nesten. Wir nehmen also die großen globalen Modelle, setzen da kleinere Modelle hinein, die eine höhere Auflösung haben und in diese wieder kleinere Modelle, die eine noch höhere Auflösung haben, bis hin zu zum Beispiel Stadtmodelle oder Modelle für ein Kretzel in Wien. Und das ist natürlich ein Prozess, wo Ungenauigkeiten steigen können. Das heißt, wir wissen oft nicht so genau, was im Detail passiert, wie wir vielleicht eine gute Vorstellung davon haben, was im größeren Maßstab passiert. Das heißt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und da gibt es auch durchaus einen Interpretationsspielraum, wo es gut ist, wenn man sich jemanden dazu holt, der die lokale Situation kennt. Das ist zum Beispiel ganz wichtig bei den Skigebieten. Nicht? Also man kann nicht pauschal sagen, alle Skigebiete
Skigebiete bis zu einer bestimmten Höhe haben in den nächsten 30 Jahren ein Problem, sondern das ist sehr stark davon abhängig, wie schaut denn dort die Entwicklung, woher kommt der Schnee gewöhnlich, ist das eher bei östlichen Strömungen oder eher bei westlichen Strömungen. Das heißt, das muss man sich im Detail anschauen, wie ist der Hang geneigt und so weiter. Das heißt, die lokalen Informationen sind nicht so eindeutig wie die globalen, aber das heißt nicht, dass wir nichts sagen können. Wir können durchaus auch über Globales etwas sagen und wir können durchaus auch etwas sagen, über wie die weitere Entwicklung zum Beispiel in der Stadt Wien sein wird. Und da spielen ein paar grundlegende Sachen eine Rolle, wie zum Beispiel, dass Teile von Wien, Stadtteile von Wien, die ganz dicht bebaut sind, wo es wenig Grün gibt, dass die sich stärker erwärmen werden als die Teile, wo es mehr Grün gibt. Wir wissen auch, dass nach wie vor natürlich der Donaudurchbruch eine Belüftungsschneise sein wird. Das heißt, wir werden dort auch weiterhin stärkere Winde und eine stärker belüftete Stadt haben. Insgesamt müssen wir davon ausgehen, dass der Temperaturanstieg in Österreich, wenn wir die Treibhausgasemissionen so weiter betreiben wie bisher, also wenn wir nicht wirklich etwas machen, sondern so ein bisschen kosmetische Maßnahmen, so ungefähr wie bei der letzten Steuerreform, dann werden wir eine Temperaturerhöhung bis zu 6 Grad in Österreich bis zum Ende des Jahrhunderts erleben, bis zu 6 Grad, wahrscheinlich eher ein bisschen niedriger, aber immerhin bis zu 6 Grad. Und das ist eine gewaltige Veränderung, die natürlich unsere Natur nicht ohne weiteres mitmachen wird. Ganz abgesehen davon, was das auf dem globalen Maßstab dann bedeutet bezüglich der Stabilisierung des Klimas. Also Temperaturanstieg wird weitergehen, es werden die Hitzeperioden zunehmen, sie werden auch weiterhin länger werden. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass wir uns wirklich auf heiße Sommer vorbereiten müssen. Und zwar nicht nur wir als Menschen, sondern eben auch die Natur. Das heißt, man muss sich solche Sachen überlegen wie Bewässerung oder natürlich, wenn wir von dem Ausmaß sprechen, ganz wesentlich, welche Pflanzen können wir überhaupt anbauen. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, wir vergleichen das, es wird dann in Wien so werden, wie es jetzt in Rom ist oder solche Vergleiche. Das ist ein bisschen gefährlich, weil das stimmt zwar vielleicht für eine bestimmte Jahreszeit, aber stimmt ziemlich sicher nicht für den Winter. Wir werden im Winter nach wie vor Kaltlufteinbrüche haben. Wir werden nach wie vor kalte Winter haben, natürlich auch wärmere, viele wärmere, aber dazwischen eben auch sehr viel kalte Winter, weil die kalte Luft von dem großen Kontinent Eurasien eben immer wieder zu uns durchkommt. Wie viel Geduld habt ihr noch? 5 Minuten grün, 10 Minuten rot? Ja, okay, 10 Minuten. Okay. Nachdem die Sonne jetzt gekommen ist, geht's, weil es, glaube ich, nicht mehr ganz so kalt ist. Gut, das heißt, es wird bei uns die Temperatur weiter ansteigen, es werden die Extremsituationen zunehmen und das heißt aber eben nicht, dass es bei uns so wird, wie es jetzt irgendwo anders auf der Welt ist. Das Klima ist was ganz Spezifisches, was immer davon abhängt, wie schaut die Umgebung aus. Und Rom zum Beispiel, weil ich das vorher erwähnt habe, ist eine Küstenstadt. Das heißt, wird immer beeinflusst sein vom Mittelmeer. Und wir sind das nicht. Wir sind landgebunden. Das heißt, bei uns werden die Extreme immer deutlicher sein als zum Beispiel in Rom. Weil ich vorher von dem Kaltlufteinbruch gesprochen habe, das ist auch etwas, was wir schon jetzt merken. Und das ist eine Frage des Zusammenspiels von Wetter und Pflanzen. Und das merken wir sehr deutlich, wir haben jetzt einen relativ raschen Übergang vom Winter zum Sommer, mit relativ wenig von dem, was wir früher als Frühling bezeichnet haben, wo es einfach immer wärmer geworden ist und wo man halt mit einem leichten Mantel gegangen ist. Jetzt braucht man einen leichten Mantel kaum mehr, nicht? Es ist im Winter kalt oder relativ kalt und im Sommer ist es dann gleich heiß und da braucht man gar keinen Mantel mehr. Dieser Übergang fehlt und das ist etwas, was die Pflanzen besonders drastisch spüren, weil sie fangen an, sobald es warm wird, fangen sie an auszutreiben und wenn dann noch so ein Kaltlufteinbruch kommt, so ein Frost, dann haben sie halt ein wirkliches Problem und dann frieren sie zum Teil ab und dann haben wir das Problem, dass wir eben keine Obsternte haben in der Steiermark oder in der Wachau oder wo immer es ist. Wir haben gerade in den letzten Jahren zweimal ein großes Problem in der Steiermark gehabt, weil solche Spätfröste, die in Wirklichkeit gar nicht spät sind, sondern die Pflanzen haben einfach früher reagiert, die Pflanzen sind früher, haben früher angefangen zu treiben und haben dann eben mit dem Frost nicht umgehen können.
Das heißt, diese Veränderungen werden stattfinden. Wir müssen davon ausgehen, dass es eben auch in derselben Richtung weitergeht, dass wir heftigere Gewitter bekommen. Und diese heftigeren Gewitter, die lösen natürlich auch Muren, Steinschlag aus. Und der Wechsel, dass dadurch, dass die bis in größere Höhen hinauf die Temperatur über 0 Grad steigt, führt das auch dazu, dass es zu Felsstürzen kommen kann. Was passiert in diesen Regionen, wo es bis jetzt immer gefroren ist? Wenn es dort wärmer wird, dann schmilzt das Eis und das Wasser rinnt in die verschiedenen Ritzen und Spalten der Felsen hinein. Und wenn das Wasser dann wieder friert, das wisst ihr sicher aus der Physik, dann dehnt es sich aus. Und wenn es sich ausdehnt, dann sprengt es die Felsen auseinander. Und dann wird eben das Gestein locker und wir haben dann Muren oder wir haben Felsstürze. Das heißt, damit müssen wir auch rechnen. Der alpine Raum ist ein extrem gefährdeter Raum im Zuge des Klimawandels. Wir sind ein Bereich, der ganz, ganz stark betroffen ist durch den Klimawandel. Das heißt, wir haben Auswirkungen auf die Gesundheit, wir haben Auswirkungen auf die Natur, auf die Pflanzen. Wir sind ja auch ein Teil der Natur, das vergessen wir sehr oft. Aber wir haben auch Auswirkungen auf die Pflanzen und auf die Tierwelt. Wir wissen, dass es ein Insektensterben gibt. Das ist nur zum Teil klimawandelbedingt. Das ist viel stärker bedingt dadurch, dass wir den Tieren einfach den Lebensraum nehmen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns nicht nur für Klimaschutz einsetzen, sondern für Umweltschutz insgesamt, für die Biodiversitätserhalt und so weiter. Das heißt, wir haben Auswirkungen auf die Natur, wir haben Auswirkungen auf die Wirtschaft, wir haben ein oder zwei Beispiele genannt und alles das wird schlimmer werden. Derzeit sind die Kosten des Klimawandels, um sich anzupassen an den Klimawandel und die Schäden wieder wettzumachen, liegen bei ungefähr 1 Milliarde Euro pro Jahr. Bis Ende des Jahrhunderts oder eigentlich bis Mitte des Jahrhunderts genauer genommen, kann das auf 8 Milliarden pro Jahr steigen, wenn wir nichts tun. Und wir tun immer so, wie wenn Klimaschutz was kosten würde. Nicht-Klimaschutz kostet viel mehr. Und zwar sowohl was die Natur betrifft, aber auch was die Wirtschaft betrifft. Deswegen ist es so ganz wichtig, dass wir uns wirklich einsetzen für den Klimaschutz und dass wir uns einsetzen dafür, dass dieser Klimawandel gebremst wird und dass wir aus der Klimakrise wieder herauskommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass ihr alle da seid und dass ihr alle mitmacht. Und ich danke euch noch einmal sehr herzlich dafür. Und wenn ihr Fragen habt, die die Wissenschaft beantworten kann, schreibt uns ruhig. Wir sind gerne bereit, euch mit allem weiterzuhelfen, wo ihr Informationen braucht. Dankeschön. Also wir könnten natürlich da jetzt noch ewig weiter applaudieren. Zuhören. Das natürlich auch. Ja. In gewisser Weise ist die Dame ja mitschuld, dass ich heute hier stehe. Ich bin vor 25 Jahren bei ihr studiert und möchte mich heute mit einem kleinen gedamsterten Blumenstrauß insofern sehr, sehr klimafreundlich bedanken. Es freut mich sehr, dass er gedamstert ist, sonst hätte ich nämlich protestieren müssen, weil die Blumen kommen wahrscheinlich aus Südamerika. Liebe Leute, ein großer Applaus nochmal für Helga Kromp-Kolb und ihren Vortrag über die Klimakrise und ihre Auswirkungen in Österreich. Ich schlage vor, wir stehen alle mal gemeinsam auf. Wir sind jetzt lang gesessen und wir wollen uns gemeinsam noch von unserem Livestream verabschieden. Deswegen möchte ich auch noch einmal kurz fragen: What do we want? And when do we want it? What do we want? And when do we want it? Und das wird noch viel größer sein. Am 24. Mai findet der zweite weltweite Klimastreik statt. Alle Leute, die uns jetzt zuschauen, schreibt euch in den Kalender rein. 24. Mai, zweiter weltweiter Klimastreik. Wir streiken, bis ihr handelt. We're loving case, loving case, loving case, case, case. You built the runways and burned the fossils, and you smile at the decay. You sit on tables, discuss the future.